Ja, meine Schätze, willkommen bei diesem Commentary auf Commander Kriegers Gameplay von Modern Warfare 3 auf der Karte Oasis im Modus Suchen und Zerstören. Am Ende hat er eine 13:2 KD, doch darum kümmern wir uns heute einfach mal nicht, denn ich habe keine Ahnung, was Modern Warfare 3 so an Spielgeschick vermag und deswegen wollte ich auch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar geht es um das Thema Respekt. Und zwar ist Respekt heutzutage irgendwie ein wenig zu kurz gekommen in der deutschen Bundesrepublik. Und deswegen wollte ich mir mal anschauen, wer überhaupt Respekt zeigt oder wer überhaupt keinen Respekt zeigt. Ich werde wohl eher auf die Personen zurückkommen, die keinen Respekt zeigen. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, wen ich da als erstes auf dem Kicker habe. Und zwar sind es die kleinen, aber feinen Mitbürger dieser wunderschönen Metropole. Ich komme aus Hamburg und da kann man schon einiges mitbekommen, wer denn alle so schön respektlos miteinander umgeht. Und zwar habe ich so das Gefühl, ich lebe in einer Zwischengeneration. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil irgendwie, jetzt bin ich in der 10. Klasse, aber damals in der 6. Klasse so, da wurden wir von den 10-Klässlern geärgert, wir 6-Klässler. Wir waren immer die Doofen, aber wurden wir verarscht von den Großen, wurden irgendwie eingeschüchtert von denen, so in einer harmlosen Variante. Und ja, das hat sich dann auch irgendwann gelegt, als wir dann halt älter wurden. Und plötzlich fangen die Kleinen an, also die anderen 6-Klässler oder 7-Klässler, die werden dann auf einmal zu uns Großen frech und sagen, nee, du kommst hier nicht durch die Tür, ich lass dich nicht durch. Hör mal zu, du kleiner Hosenkacker, ne? Wenn ich wollte, dann könnte ich dich einfach so einmal am Hosenlatz so mitnehmen, dir deine Hose mal aus den Arschuntergegend da rausziehen und dann mal einmal auf die andere Seite der Tür stellen, ja. Und da ist schon mal das schöne Problem der Respektlosigkeit. Die haben einfach keinen Respekt mehr vor den Großen und das liegt meistens daran, dass sie sich cool fühlen, wenn sie respektlos sind. Und zwar sind das meistens so die Leute, halt wunderschön Baseball-Cappy auf, Hose unter dem Arsch am besten noch, damit man schön die Boxershorts sieht. Alles cool, alles geil, Hose von Jack and Jones, Pullover von Jack and Jones, Cappy von was weiß ich nicht, Schuhe von Nike oder Puma oder Adidas und dann backen sie sich ein Eis drauf und freuen sich, ja, ich bin cool und dann einfach noch die Großen verarschen, ja, ich bin noch geiler als vorher, ja, komm mal her, Eische, komm mal her, ja, und dann freuen sie sich immer, dass sie den Großen ein wenig ans Bein pinkeln können, aber im Großen und Ganzen wird es ihnen nichts bringen, weil später braucht man Respekt. Sie können ja nicht zu ihrem Chef hingehen, ey, krieg ich mir Geld oder was? Ich arbeite gut, aber krieg kein Geld mehr dafür. Also gib Scheck hier. Scheck, hier. Ich will Döner. Naja, auf jeden Fall sind das aber nicht die einzigen Persönlichkeiten, die hier ein wenig falsch arbeiten. Und zwar sind es auch die Alten. Ja, die alten Leute, die von uns normalen Leuten unbedingt Respekt verlangen, aber ihn selber nicht ausüben. Tja, wir haben das Land mit aufgebaut, wieder nach dem Krieg. Da könnt ihr glücklich sein und euch mal ein bisschen respektvoll mit uns umgehen und so. Ich kann noch nicht mal mehr Deutsch sprechen wegen euch und überhaupt. Ich wurde damals verprügelt, noch von den Nazis und überhaupt. Und ja, aber dann schaut man sich so Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel an einer Bushaltestelle. Ja. Das ist euch wahrscheinlich schon allen mal passiert. Ihr steht an der Bushaltestelle, denkt euch nichts dabei. Ihr wollt einfach nur in den Bus einsteigen. Und plötzlich die Panik. Circa 20 ältere Damen streiten sich um den Eingang zum Busfahrer und quetschen sich da durch, damit sie unbedingt einen Platz bekommen. Und sagen dann am besten auch noch, ey, nicht drängeln hier. Dabei drängeln sie. Und weil sie haben trotzdem nicht unbedingt viel bessere Sitzplätze bekommen, weil sie müssen sich drängeln. Am besten haben sie nachher noch blaue Flecke oder so. Wetten, da kommen ganz, ganz viele ältere Damen nach Hause oder auch Herren. Wobei, die sind nicht ganz so schlimm wie die Damen. Da sind die Damen wieder, ja, so, ich will mal Platz haben und darauf bestehe ich auch.
Da glaube ich schon, dass da einige mit blauen Flecken nach Hause kommen, weil so wie sie da immer angehen, ne, das sind natürlich irgendwie die falschen Angelegenheiten, wo sie das da machen sollten. An so kleine Schneise, sich mit 20 weiteren Personen darum betteln, wie sie da in den Bus reinkommen. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Solange ich keine Schäden davon erleide, ist mir das auch wurscht. Da lächle ich einfach nur drüber. Und wenn ich dann reingehen will und sie meckern mich an, dann schnauze ich halt zurück und sage, ja, wer drängelt denn hier oder so. Naja, das ist auch nicht so das Problem. Viel schlimmer ist es dann, wenn man im Bus ist, alle Sitze sind schon belegt oder hinten sind noch zu frei, ne? Und dann kommt so eine alte Dame hinein und sagt dann am besten, so, jetzt geh mal vor den Platz da weg, ich will sitzen. So, und dann sitzt man da, zum Beispiel vorne, da schräg hinterm Busfahrer rechts, da ist ja so ein Platz direkt vor der Tür oder hinter der Tür, besser gesagt. Und da wollen dann ja unbedingt die alten Damen sitzen, damit sie nach vorne rausgucken können oder so. Und dann kommen sie dann rein. Oh ja, mach mal Platz da. Geh mal weg. Ja, und das in einem Ton, den wir als junge Leute mit denen garantiert nicht machen sollten oder haben sollten. Ja, wenn wir das mal mit denen machen würden, dann würden wir aber so in den Boden geschissen werden, ja, dass daher würde uns Hören und Sehen vergehen. Ach, das war ein schöner Reim, aber das wäre wirklich so, wir würden kein Land mehr sehen. Da würden alle 20 Frauen aufstehen, uns an die Beine fallen, uns die Beine ausreißen, die Arme abknabbern und die Haare vom Kopf reißen. Nur weil wir da einen falschen Tonfall reingehauen haben. Und ja, anstelle, dass die alten Damen sagen, du, hör mal, könntest du vielleicht den Platz da frei machen? Ich kann nicht mehr so gut stehen und das wäre wirklich schön zu sitzen jetzt, vor allen Dingen ein Sitzplatz hier vorne, dann komme ich schnell raus und so. Wäre überhaupt kein Problem, wenn die so mit mir reden würden, aber das tun sie ja meistens nicht. Lass mich durch. Dein Sitzplätze frei, aber ich will nicht so weit laufen. Mein Kind, ich muss nachher noch einen Kilometer zu Fuß laufen von der Bushaltestelle. So. Ja, und naja, deswegen denke ich mir immer so, wenn ich da vorne sitze und da kommt eine alte Dame rein. Ich stehe nicht auf. Ja, und da kann sie so viel sagen, wie sie will. Ja, das ist respektlos. Du stehst ja gar nicht auf und so. Ja, frag doch mal, du dumme Kuh. Weil wir sollen fragen, ob wir uns da hinsetzen können. Und sie müssen es nicht sagen. Das ist selbstverständlich, dass eine alte Frau sitzen darf. Wo soll ich denn wissen, dass die sitzen will? Weil einige wollen ja auch gar nicht sitzen. Da sagen sie, nee, ich muss nicht sitzen. Und das hat ja auch nichts mit Respekt zu tun. Die kriegen ja ihre Sachen in den Arsch geschoben damit. Ja, die alten Damen, oh, ich möchte ja sitzen, aber ich traue mich nicht, was zu sagen, weil sonst kriege ich aufs Maul. Ja, und so ist das meistens auch. Da werden die alten Damen verprügelt, aber das hat jetzt nichts mit dem Bus zu tun und das ist ein anderes Thema. Lieber sollte man sich überlegen, wo wird Respekt eigentlich benötigt und wo ist Respekt einfach nur ein bisschen übertrieben. Und meistens ist der Respekt an einigen Stellen so übertrieben, dass man ihn nicht unbedingt nutzen muss und nicht ausführen muss. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, ob ihr in Zukunft einer alten Frau ihren Platz anbietet. Naja, logisch, bei einigen Leuten denke ich mir, ach okay, mach's das, weil die mir sympathisch rüberkommen. Aber bei einigen denke ich mir, ach, soll sie lieber mich fragen, bevor sie sich setzen darf. Gut, das wäre es von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat dieses Commentary gefallen. Wie gesagt, das ist mein erstes Commentary überhaupt, was ich gemacht habe. Und ich hoffe auf ein Feedback von eurer Seite. Vielen Dank, dass ihr bei mir zugeschaut habt und ich hoffe, man sieht sich irgendwann nochmal wieder. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß und ciao.